Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Inga Pudenz. Wir sind hier bei Ihnen in Ihrem Büro, in Ihrer Agentur. Sie vermitteln Schauspieler und Regisseure an Filmgesellschaften bzw. an das Fernsehen. Warum kommen Schauspieler überhaupt zu Ihnen und wollen sozusagen die Arbeit einer Agentur für sich in Anspruch nehmen? Also eine Agentur betreut die Autoren, die Regisseure und die Schauspieler zu 100%. Das heißt, wir versuchen, denen Arbeit zu vermitteln. Wir versuchen, sie zu beraten. Ist das das richtige Angebot für dich? Sollst du das machen? Willst du das machen? Wir machen die Verträge. Wir handeln die Verträge aus. Wir schließen die Verträge im Namen für den Schauspieler. Wir kontrollieren auch, ob das Geld kommt. Wir bei den Schauspielern zum Beispiel organisieren wir die gesamten Reisen zu den Drehorten, zum Theater, zu dem Platz, wo sie sein sollen, auch teilweise im Ausland. Es ist eine sehr komplexe Aufgabe, zu der wahnsinnig viel Vertrauen gehört. Mhm. Der Schauspieler, der zu uns kommt, muss uns ja 100% vertrauen und wissen, wir sind die Richtige für ihn. Mhm. Wir können ihn entsprechend gut beraten. Autoren und Regisseure ist auch ein sehr aufwendiger Prozess, weil man ja auch schauen muss, wo passt der Autor zum Beispiel hin, zu welcher Produktionsgesellschaft, was hat er für eine Idee. Die Idee bespricht er mit uns und meine Partnerin, die Astride Bergauer, die hauptsächlich die Autoren und die Regisseure betreut, sagt dann, okay, also mit diesem Projekt würde ich zur Firma XY in Berlin oder das Projekt passt ja perfekt nach Hamburg, zu Studio Hamburg oder das passt perfekt zu Bavaria. Die Regisseure werden meistens bei uns angefragt. Das heißt eben, dass die Produktionsfirmen hier anrufen und sagen, ihr vertretet Regisseur XY, ist der frei? Ich habe im Sommer einen Film, da würde ich ihn gerne haben. Und dann besprechen wir, ist es das richtige Projekt, ist es das, was der Regisseur kann oder will? Und dann vermitteln wir sozusagen den Regisseur an den Produzenten und dann, wenn es gut geht, wenn die sich mögen, nimmt es seinen Lauf und der Regisseur macht die Vorbereitung für den Dreh, der dreht das Projekt, der macht die Post-Production und wir kontrollieren eben, wieder kommt das Geld rechtzeitig, wie wir es in den Verträgen auch drinstehen haben. Und so kontrollieren wir alles, wir müssen alles kontrollieren. Das muss irre genau sein bei den Schauspielern, die ich mit der Karin Brandner hauptsächlich auch betreue, meiner anderen Partnerin. Bei den Schauspielern musst du wahnsinnig aufpassen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Terminkuddelmuddel. Ja. Das heißt, der Schauspieler dreht in den Bergen in Südtirol. Mhm. Und er hat aber noch einen Paralleldreh in Köln. Mhm. Jetzt haben die in Südtirol aber schlechtes Wetter und sagen, am 22., 23. können wir nicht drehen. Aber am 25., aber jetzt sagt der in Köln, in dem Moment, da haben wir ihn ja am 25. Also du musst so aufpassen, dass alles Hand in Hand, Zahn in Zahn sozusagen zusammengeht, weil das ist das Allerschlimmste, dass ein Schauspieler am Drehort nicht erscheint. Ja, klar. Weil du denkst, dann ist es Kosten, Kosten, Kosten. Haben Sie denn so, ich sage mal, ein überlappendes Kriterium, was Sie, wenn wir nur jetzt mal von den Schauspielern sprechen, was Sie erfüllen müssen, um von Ihrer Agentur sozusagen betreut zu werden? Also wir gehen schon alle davon aus hier in der Agentur, dass unsere Schauspieler alle eine abgeschlossene Schauspielausbildung haben. Es gibt verschiedene Schulen in Deutschland. Die wohl bekannteste ist die Falkenberg-Schule und die Busch-Schule die Falkenberg ist in München und die Busch ist in Berlin. Das sind die zwei Top-Schulen. Danach gibt es noch viele andere Schauspielschulen
Und eine Schauspielschule sollte einen Schauspieler mitbringen. Eine Ausbildung, eine richtige Ausbildung. Es gibt immer Talente, die es auch ohne schaffen. Aber eigentlich sagen wir, wir wollen schon eine Voraussetzung haben, dass der oder sie eine Schauspielschule besucht hat. Gibt es dann bei Ihnen so etwas Ähnliches wie ein internes Casting, dass Sie sich das angucken, wie gut der Schauspieler ist? Ja, also wir besprechen das natürlich schon alle in der Agentur, dass wir sagen, wir schauen uns an, was hat der Schauspieler gemacht. Viele haben ja schon irgendwo mitgespielt, haben dann eine Showreel, die du dir im Internet angucken kannst. Wenn ein Schauspieler noch nichts gedreht hat, dann drehen die meistens selber inzwischen so kleine About Me's und die schauen wir uns an und dann besprechen wir, passt der zu uns rein, können wir für den was machen, können wir für sie was machen, ist es eine Chance, kriegen wir den Schauspieler weiter, haben wir zu viele, die in dem Alter sind, an denen wir jetzt noch aktiv arbeiten müssen, um die an den Start zu kriegen, können wir dem gerecht werden. Also das wird schon ziemlich ausführlich besprochen, bevor man dann eine Entscheidung trifft und sagt, ja, wir würden uns freuen, wenn du kommst, oder wir sagen, im Moment schaffen wir es nicht. Und wie weit ist so eine Agentur dann wirklich auch an der Entwicklung eines Schauspielers mitbeteiligt? Schon. Also es gibt Schauspieler, die sind vom ersten Drehtag an bei uns und sind heute in Wien an der Burg und spielen in großen Kinofilmen mit. Und also wir versuchen schon oder wir gehen jeden Schritt des Schauspielers mit und versuchen natürlich, ist es unsere Hoffnung auch, dass wir den ganz groß ausbringen. Ja. Was würden Sie sagen, wie viele Stars haben Sie jetzt, wirkliche Stars unter Ihren Klienten? Es sind alle Stars. Wir haben sehr, sehr viele bekannte Schauspieler. Wir haben auch Schauspieler, die sehr bekannt sind im Theater, die vielleicht auf der Straße noch nicht so als Star erkannt werden. Aber wir haben schon einige wirklich sehr bekannte, gute deutsche Schauspieler. Sie werden sicherlich auch feststellen, dass sich der eine oder andere Schauspieler in seiner Entwicklung dann auch verändert. Also, ja. Denn viele wissen ja gar nicht, wie es ist, wenn man plötzlich, ich sage mal, Star wird. Ja. Und große Anerkennung, wenn man durch die Straßen geht und in ein Restaurant geht. Und inwieweit können Sie das immer auffangen oder müssen Sie dann auch irgendwann mal sagen, der hat sich jetzt so verändert, dass wir gar nicht mehr mit ihm umgehen können oder mit ihr? Ach, das ist eigentlich noch nicht passiert. Also im Großen und Ganzen, weil du nah dran bist mit den Leuten, weil du täglich eigentlich Kontakt hast, holt man die schon auch runter, down to earth wieder, dass du sagst, so jetzt ist mal gut. Aber ich glaube, dass es eher vielleicht in anderen Phänomenen bei jetzt irgendwie YouTubern oder so, die nicht betreut werden von Agenturen, dass die dann eher vielleicht abheben. Also unsere Schauspieler wissen auch, die arbeiten hart. Das ist ja wahnsinnig viel, was du auswendig lernen musst, wie pünktlich dein Einsatz sein muss, dass du dich nicht versprechen darfst, dass du genau weißt, wie war der Anschluss, von wo komme ich, wie gehe ich weiter. Das ist ja wirklich harte Arbeit, was die machen. Klar. Und im Theater, auch wenn du dir Theaterstücke anschaust, die teilweise dann 2,5 Stunden mit Text, da wächst meine Hochachtung auch. Dann sage ich auch, mein lieber Schwan, Wahnsinn, was die wirklich leisten und was die bringen. Das können ja nicht alle Schauspieler. Also ich glaube, manche Schauspieler, denen ist das nicht gegeben, auch im Theater 2 Stunden lang zu sprechen. Ne? Also treffen Sie da auch, ich sag mal, so ein bisschen so eine Vorauswahl, wenn Sie erkennen, der ist mehr so für Fernsehfilm, weil da brauchst du ja kein langes Stück auswendig zu lernen. Ja, also Theaterschauspieler ist noch so ein bisschen so eine eigene Welt. Mhm. Wenn du am Theater landest und fest im Theater bist, dann bleibst du auch im Theater. Nichtsdestotrotz wollen natürlich auch Theaterschauspieler raus und wollen drehen, wollen Filme drehen, wollen Fernsehen drehen und sind ja teilweise großartige Leute, die wir dann sehen können. Was natürlich immer schwierig ist, weil das Theater hat seine festen Termine. Und im Theater musst du schauen, wie bekomme ich den dann raus oder wie bekomme ich sie raus aus dem Theaterstück oder passt es so, dass man dann, wenn keine Vorstellung ist, kann er oder sie dann drehen. Also es ist immer ein Puzzlespiel und man muss immer versuchen, alles im Griff zu haben.
Ist das dann, ich meine, wenn Sie sagen, Sie haben fast täglich mit den Schauspielern Kontakt, die Sie betreuen, ist das dann eine persönliche Beziehung oder muss man aufpassen, dass es diese Arbeitsbeziehung trotzdem erhalten bleibt? Die Arbeitsbeziehung muss erhalten bleiben, das ist schon wichtig. Natürlich erfährst du auch von den Schauspielern mehr, weil du ja sie wirklich betreust. Also du weißt natürlich auch über die privaten Situationen und aber trotzdem, natürlich hilft man und hat ein Ohr und tröstet oder spricht Mut zu. Aber es muss schon eine Arbeitssituation bleiben. Ja, denn ich meine, man weiß natürlich von Schauspielern, dass die auch teilweise mal größere Breaks haben, wo kein neuer Auftrag kommt. Sind Sie dann sozusagen auch tröstend unterwegs oder sagen Sie? Klar, dann geben wir alles, weil wir natürlich auch sehen und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Warum ist da jetzt gerade mal eine Pause? Oder warum ist dein Job? Es ist ein Bomben-Schauspieler, der kann es. Ich verstehe es nicht. Und manchmal sind Sachen oder passieren Sachen, die wir auch nicht beeinflussen können. Wir können natürlich unsere Maschinerie in Gang setzen, überall anrufen und sagen, hier und ich habe was und wie sieht's aus und geht das und der ist frei oder die ist jetzt gerade frei, habt ihr was? Aber manchmal versteht man die Welt nicht, dass du wirklich sagst, warum läuft da gerade nichts? Das ist ganz verrückt. Und es kann ein Anruf kommen und einer kann restlos begeistert sein und es kann sich von einer Sekunde auf die andere um 180 Grad wenden. Ja. Ich meine, wenn Sie bei Fernsehsendern anrufen oder Produktionsfirmen und jemanden empfehlen, dann müssen Sie natürlich auch sehr davon überzeugt sein, dass er oder sie es auch bringt. Also Sie werden wahrscheinlich sich genau überlegen, für wen Sie wo anrufen. Aber die Leute, die wir betreuen, an die glauben wir auch. Sonst hätten wir sie nicht in der Agentur. Also das ist schon so. Und wenn es jetzt um Schauspieler geht, dann ist eigentlich unsere Ansprechpartnerin meistens die Caster. Casting ist in Deutschland fast ausschließlich in Frauenhand. Es gibt 2, 3, 4 berühmte Männer, aber sonst eigentlich sind es Frauen und die man dann anruft und sagt, du, da ist gerade ein Projekt geplatzt, was ja auch passiert, der, die hat frei, habt ihr eine Möglichkeit, habt ihr irgendwas oder du weißt von Projekten, dass das und das gedreht wird und rufst dann dort an und versuchst, da irgendwie weiterzukommen, um irgendwas zu finden. Also dann ist Casting Agentur zwischen Ihnen quasi und der Redaktion, dem Fernsehsender. Der Produktion. Also im Endeffekt gibt der Fernsehsender, will einen 90-Minüter machen. Sagen wir mal zum Beispiel ZDF, Montagabend hat es wirklich die tollen, spannenden Krimis. Mhm. Dann gibt es Produzenten, die sagen, ich habe da eine super Idee. Sprechen einen Autoren an, der Autor liefert ein 15-seitiges Treatment oder ein Exposé. Der Produzent sagt, das ist genau das, was ich mir vorstelle und geht zum Sender und sagt, schau mal, ich habe hier mit dem und dem Autoren das Projekt, ich könnte mir die Besetzung vorstellen und den Regisseur. Der Sender sagt, super, bombig, machen wir oder weiß jetzt nicht, habe ich gerade gehabt, das muss vielleicht eine andere Geschichte. Aber gesetzt im Fall, das läuft, dann kriegt der Autor den Auftrag und schreibt das Drehbuch. Während das Drehbuch geschrieben wird, wird natürlich schon überlegt, welcher Regisseur kann das machen. Dann holt der Produzent einen Caster mit rein, den er auch bezahlen muss, der Produzent, und sagt, schau mal, dieses Buch muss besetzt werden. Wir denken da an den und den Schauspieler. Kannst du mal gucken, wir wollen im September 2019 drehen, wer da Zeit hat und wer da kann. Und dann fängt der Caster an zu rufen, die Agenturen und macht seine Vorschläge und sagt, mein Vorschlag 1 wäre der, mein Vorschlag 2 der, mein Vorschlag 3 der. Dann schließt sich wiederum der Regisseur mit dem Produzenten und der Redaktion zusammen und die finden dann hoffentlich meistens zu einem Ergebnis, manchmal auch nicht. Also wir haben es auch schon erlebt, dass Regisseure unbedingt einen Schauspieler haben wollte, aber die Redaktion das nicht so gesehen hat. Also das gibt es auch, aber wenn alles glatt läuft, ist es natürlich super. Ja, machen Sie auch die Erfahrung, dass gerade so Fernsehsender, Redaktionen am liebsten immer die 3, 4 Top-Schauspieler hätten und wenn sie die nicht kriegen, dass sie dann auch Produktionen auch platzen lassen, weil sie sozusagen glauben, dass sie mit diesen Schauspielern eben die Ratings auch kriegen, die sie sich wünschen. Die Erfahrung machen wir auch, aber es wird mutiger. Es wird im Moment mutiger,
weil wahnsinnig viel produziert wird. Durch die neuen Streaming-Kanäle wie jetzt Netflix, Amazon, TNT, Sky kommen viel mehr Produktionsvolumen dazu. Und da werden schon mutigere Wege beschritten. Das heißt, dass wirklich jüngere Schauspieler, die noch keine Riesenerfahrung haben, plötzlich Chancen bekommen, in spannenden Serien oder Filmprojekten mitzuspielen. Also da ist im Moment so, seit in diesem Jahr wird es ein bisschen mutiger. Wo Sie Netflix und Amazon ansprechen, da hört man so von den deutschen Produzenten, jetzt haben wir die Schauspieler ausgebildet, haben lange mit denen gearbeitet, haben sie gut gemacht, in Anführungszeichen, und Amazon und Netflix klaut sie uns, weil sie auch einfach mehr bezahlen. Nee, bezahlen tun die nicht mehr. Nee. Bezahlen tun die nicht mehr. Aber ist natürlich total reizvoll, auch für einen Schauspieler, der sagt, für Netflix mitzuspielen oder bei Amazon mitzuspielen. Es ist ja plötzlich mal was, es eröffnet ja so den Horizont. Mhm. Und dass man sozusagen, dass die Streamingdienste jetzt die Schauspieler klauen, also es mag vielleicht schon der eine oder der andere mal sagen, aber im Endeffekt gibt es wirklich viele. Und dann müssen die eben auch die Produzenten den mutigeren Schritt machen und jetzt nicht die Nummer 1, den alle kennen, sondern einfach auch mal die Nummer 2 sich holen und sagen, dann baue ich den jetzt eben auf. Was ist denn da Ihre Erfahrung? Klar, Sie vertreten Schauspieler und deshalb werden Sie auch sagen, es ist unheimlich wichtig, dass die Schauspieler richtig besetzt sind. Aber wie wichtig ist das Drehbuch, also die Grundidee? Das Drehbuch. Ohne das Drehbuch kein Film. Im Endeffekt ist es wirklich schade, weil wenn wir uns Zeitschriften anschauen, auch Fernsehzeitschriften, und gucken, was läuft heute Abend, dann sieht man den Film, dann steht dann drin Regie und dann stehen die Schauspieler drin und meistens steht nicht mal das Drehbuch drin. Und ich meine, ohne Drehbuch kein Film. Also da wurde viel zu wenig Aufmerksamkeit eigentlich geschenkt an das Drehbuch. Und das Drehbuch ist die Grundlage. Das Buch und ist wirklich ein gutes Drehbuch ist noch nie ein schlechter Film geworden. In Amerika wird ja PR und Management getrennt von Agentur gemacht. Inwieweit machen Sie auch Werbung für Ihre Schauspieler? Also richtig so, dass auch die Öffentlichkeit, ich würde beinahe sagen B2C, Werbung gemacht wird? Also wir machen eine klassische Agentur. Es gibt PR-Agenturen in Deutschland, die auch Schauspieler betreuen und die diese dann mit Interviews vor dem Dreh oder vor der Ausstrahlung oder vor dem Kinostart dann betreuen. Wir machen zur Not, wir lesen mal Korrektur oder ein Interview oder schauen mal drüber, aber die klassische PR-Arbeit machen wir nicht, das schaffen wir als Agentur nicht. Also da gibt es wirklich gute Agenturen in Deutschland, die das machen. Wie sieht es aus mit Kindern? Haben Sie da einen Ansturm von Kinder Jungen? Kinder ist ein schwieriges Thema, weil natürlich das Arbeitsschutzgesetz für Kinder ganz anders gilt. Und da gibt es Kinderagenturen. Da gibt es reine Kinderagenturen. Wir haben auch, glaube ich, 2 sehr gute in München, die Kinder betreuen von bis 18, 19, 20. Aber also Kinder ist nochmal ein extremer Aufwand, die Betreuung am Set brauchen, die genau nur so und so viele Stunden da sein müssen. Das muss kontrolliert werden. Und also diesen Aufwand macht dann eine eigene Kinderagentur. Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Akademie. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Frau Pudenz, ich habe mir jetzt mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die so ein bisschen die Negativentwicklung zeigt. Ich würde gerne mal von Ihnen bestätigt haben, ob das so stimmt, dass das Absenken von Honoraren für Schauspieler dramatisch zunimmt. Ist das, kann man ja, da, ja. Woran kann das liegen? Ich meine, es wird ja noch Geld mit Filmen verdient. Ja, aber dadurch, dass natürlich so viel gedreht wird, werden die Budgets sind teilweise kleiner. Auch von den Streaming-Diensten, die kommen und sagen, wenn ein Schauspieler bei ARD und ZDF gelistet ist, hat er ein gewisses Honorar. Das ZDF gibt das Honorar vor. Sagt, er hat eine Ausbildung gemacht, er hat so und so viele Jahre gedreht, der liegt bei Summe, klingt immer hoch, weiß nicht, 3.000, 4.000 Euro am Tag.
Aber das hat er sich im Laufe der Jahren erarbeitet. Mhm. Jetzt kommen die Streamer und sagen, aber nicht bei uns. Und dann ist die Frage, es sind spannende Projekte. Es ist toll, dabei zu sein, aber die wollen nicht das Geld bezahlen. Also da ist schon so eine kleine Geschichte dabei, wo du sagst im Moment, schauen wir mal, wie das weitergeht. Wie gehen Sie denn dann damit um? Also Sie sind ja sozusagen der Schützling im weitesten Sinne als Agentin. Sagen Sie, also du hast einen bestimmten Preis und drunter verkaufst du dich nicht, weil dann hast du eine Inflation für dich selber geschaffen. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist auch, der Schauspieler muss Miete bezahlen, hat eine Familie, hat vielleicht Kinder, hat Verpflichtungen. Und da muss man schon sehr genau abwägen und sagen, wie spannend ist das Projekt? Bringt es ihm weiter? Bringt es ihm ein vielleicht eine Aufmerksamkeit auch mehr? Oder man sagt, also ich habe jetzt auch noch das Buch gelesen, also das ist wirklich nichts, das lass es lieber. Hängt natürlich auch von seiner wirtschaftlichen Situation ab. Es hängt von so vielen Sachen ab. Ja. Es hängt auch ab, wie sind die anderen Anfragen? Kommen vielleicht andere Anfragen gerade? Liegt noch was anderes da? Ist ein Theaterstück da, was der vielleicht ein spannendes Theaterstück machen kann? Also es gibt, da kommt immer, es ist eigentlich nie was so, dass es so läuft. Es kommt immer irgendwie, am nächsten Tag regnet es und schon ist der Drehtag dahin und muss umgeplant werden. Also es ist nie so, wie man sich denkt, dass es sein könnte. Man braucht eine große Flexibilität. Ne? Man braucht eine große Flexibilität, man braucht absolut diese Kontrolle, diese Genauigkeit, dieses wirklich genau Wissen, wo, wann ist jetzt der Klient oder die Klientin, um zu wissen, wenn die jetzt in Mülheim an der Ruhr zum Beispiel dreht heute und jetzt brauche ich sie morgen in München, ist ja die Frage, wie kriege ich die da hin? Jetzt mit der Bahn sage ich, super, dann Bahn fährt mal wieder nicht. Oder ist, du musst ja immer wissen, wann, wie mit allen Abwegigkeiten rechnen. Wer ist denn dann eigentlich verantwortlich, wenn die Schauspielerin oder der Schauspieler nicht pünktlich am Set ist? Denn das kann ja richtig teuer werden. Ja, ja, klar. Eigentlich natürlich schon der Schauspieler. Der muss schon auch mitdenken und muss schon auch wissen, wann muss ich los. Aber das Gute ist, dass wenn wir jetzt zwei verschiedene Drehorte haben, einen in Mülheim an der Ruhr, einen in Berchtesgaden, dass auch die Produktionsleute vor Ort sich kurz schließen und sagen, wann hast du Drehschluss, wie hole ich den und so. Also das läuft dann schon, es ist schon eingespielt, dass das dann ganz gut läuft. Mhm. Was sage ich noch? Produktionszeiträume werden immer kürzer. Ist das auch so, dass man also einfach für einen Spielfilm, für den man vorher, weiß ich nicht, 30 Tage angesetzt hat, heute in 20 Tagen? Ja, also das ist jetzt schon ein großer Schritt. Aber es ist natürlich schon so, dass die Zeit knapper bemessen wird. Zeit ist Geld. Ja. Die Zeit wird knapper bemessen. Beim Kinofilm eher nicht. Also der Kinofilm hat schon ausreichend Zeit, sich auch wirklich um die einzelnen Szenen ausreichend zu kümmern. Beim Fernsehen muss es dann halt manchmal schneller gehen. Ja, also wir sind ja alle sehr begeistert von diesen amerikanischen Serien, die im Moment also von allen, gerade auch von den jungen Leuten, alle gestreamt werden. Da sieht es ja so aus, dass die Budgets eher mehr werden, weil man merkt, dass man dann tatsächlich eine große Aufmerksamkeit auch international bekommt. Es war natürlich ein großer Coup, jetzt am Anfang die Serien zu machen mit den Top-Top-Leuten. Also haben die richtig viel Geld investiert und haben wirklich Stars geholt, die vorher nur im Kino zu sehen waren, dass die plötzlich in Serien mitspielen und dass die dann als Co-Produzenten in der Serie mit auftreten. Und das war natürlich echt ein guter Coup. Deswegen sind die Serien auch in unser aller Munde. Ja. Auch hier hat sich die Serienwirtschaft total verändert. Früher gab es Serien im Vorabend und dann gab es Schauspieler, die sagten, ich bin im Hauptabend drin, ich mache nur meine Hauptabendgeschichte oder ich mache gar keine Serie. Und durch diese Öffnung, auch durch Netflix, sind die Serien bei uns auch viel härter geworden, viel knalliger geworden, viel spannender geworden. Und dadurch haben natürlich auch die Schauspieler große Lust und sagen, da wollen wir unbedingt mitmachen, da wollen wir dabei sein.
Das erkennt man, also ich nehme jetzt mal einen Fernsehsender raus, Sky, die haben ja nun auch wirklich, Berlin-Babylon war sowas, ne, wo man wirklich sagt, großartig. Dass es international großartig. Durchaus ja. hält, ist im Vergleich stand. Ne? Großartig, großartig. Also ja. da muss ich wirklich sagen, was da der Tom Tykwer mit X-Filme auf die Beine gestellt hat, also echt ja. großartig. Und dann hat ja Sky weitergemacht und hat mit der Bavaria das Boot gemacht. Mhm. Also auch die Idee zu sagen, jetzt machen wir aus dem Boot, es war ja die heilige Kuh überhaupt, ja. da wirklich hinzugehen und sagen, jetzt machen wir da eine Serie draus, finde ich, gehört verdammt viel Mut dazu. Und das haben die toll gemacht. Also man sagt ja eigentlich, dass das Boot der einzige Film ist, der auch in Amerika Erfolg hatte, international. Mhm. Haben Sie jetzt eine Erklärung dafür, warum unsere deutschen ja, Serien und Filme eher keine großen Erfolge in Amerika sind, wenn sie überhaupt dort jemals landen? Also Amerika hat keinerlei Erfahrung oder gar keinen Synchronisations-Background. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt unsere deutschen Filme oder Serien nach Amerika, dann würden die dort mit Untertitel laufen. Und auch das ist, glaube ich, für Amerikaner schon schwierig. Mhm. Also wenn wir in Englisch drehen, ist die Chance natürlich in Amerika unterzukommen viel, viel größer. Mhm. In Europa verkaufen sich deutsche Sachen super gut. Und es gelingt ja auch immer wieder mit spannenden Projekten, wie damals auch die Caroline Link, dass die einen Oscar gewonnen hat oder so. Es gibt ja immer wieder auch deutsche Projekte, die wirklich hervorragend sind und die trotz der Sprachbarriere nach Amerika kommen. Aber natürlich dadurch, dass die nicht synchronisieren, sitzen die Amerikaner vor unserem deutschen Film oder Serie und verstehen die Welt nicht mehr. Wenn einer Ihrer Schauspieler zu Ihnen kommt und sagt, also ich habe da jetzt so ein Angebot, irgendwie einen Doktor zu spielen, das funktioniert ja in Deutschland wohl besonders gut, und dann aber bei ihm die Angst auch damit verbunden ist, für alles andere verbrannt zu werden, weil man sagt, das ist dieser Doktor und als was anderes wird er dann nicht mehr funktionieren. Wie gehen Sie mit solchen Bedenken um? Ja, die muss man sehr ernst nehmen, weil das natürlich auch die Geschichte gezeigt hat, dass es so auch passieren kann. Es gab ja Schauspieler, die jahrzehntelang schon fast den Bürgermeister oder den Arzt oder den Chefarzt gespielt haben und danach auch nicht mehr weitergekommen sind. Aber da muss man auch die Überlegung anstellen und sagen, will ich das oder will ich das nicht? Und wenn der Schauspieler sagt, ich sehe mich jetzt da nicht drin, dann schlägt er auch so ein lukratives Angebot mal aus und sagt, dann warte ich eben ab, ob was anderes kommt. Also das muss jedem auch liegen. Will er das? Will er sich festlegen? Es gibt zum Beispiel eine Geschichte auch für die ARD, da werden Schauspieler drehen immer ein ganzes Jahr lang. Und da ist auch die Frage, will ich das machen? Will ich mich ein Jahr lang rausholen aus allen anderen Projekten, aus allen Anfragen, die dann kommen und sagen, du, sorry, dieses Jahr geht's nicht? Oder sage ich, nee, ich mach's lieber nicht und ich warte, was kommt und schaue, dass ich andere Sachen bekomme. Mhm. Weil wir gerade über das Synchronisieren gesprochen haben. In Deutschland ist sich ja auch der beste Schauspieler nicht zu schade, einen amerikanischen Schauspieler zu synchronisieren. Ist das hilfreich für eine Schauspielerkarriere, wenn man Amerikaner synchronisiert? Ja, es macht dich ein bisschen freier, weil der damit Geld verdienen kann und vielleicht Sachen absagen kann, die er nicht machen möchte. Also Synchron, auch jetzt gerade Synchron boomt natürlich durch die ganzen amerikanischen Serien. Synchron ist ein gutes Nebengeld für Schauspieler. Und vermitteln sie auch. Ach, eigentlich haben wir es bis jetzt noch nicht gemacht. Das machen viele Schauspieler, machen das sozusagen neben der Agentur, auch mit unserer Zustimmung, weil wir in dem Metier noch nicht so reingegangen sind. Aber im Moment kriegen wir immer mehr Anfragen und werden uns da auch drum annehmen jetzt. Aber Schaden tut es dem Schauspieler nicht, dass du wirklich die Augen zumachst und sagst, wer ist denn das jetzt? Der ist doch eigentlich der oder der. Also ja. Das erkennt kaum einer. Ja, ja. Können Sie sich noch an Ihren ersten Klienten erinnern? Mein erster Klient, ja, kann ich mich noch dran erinnern.
Können Sie den Namen nennen? Oder? Ja, mein erster Klient war oder ist ein Autor, ein Regisseur namens Peter Gersina, der in Berlin lebt und nach wie vor viel als Regisseur arbeitet und nach wie vor bei uns ist. Und als Schauspielerin oder als Schauspieler? Als Schauspieler, eine unserer ersten Klienten, die wir hatten, ist Marie Hörbiger, eine junge Österreicherin, die war damals, glaube ich, gerade 17 Jahre alt. Und die ist jetzt eine sehr erfolgreiche Schauspielerin, ist an der Burg in Wien und hat wahnsinnig tolle Angebote, spannende Angebote. Hat jetzt gerade beim Jedermann mitgespielt oder spielt gerade zurzeit den Jedermann und ist eine wunderbar tolle Schauspielerin, seit 22 Jahren bei uns. Und was macht jetzt den Beruf für Sie attraktiv? Warum machen Sie das, was Sie tun? Also ich hätte mir nie vorstellen können, vor die Kamera zu gehen und Schauspieler zu werden. Das hätte ich, glaube ich, gar nicht verkraftet mit meinem Temperament, dass ich ständig irgendwelche Anweisungen bekomme von einem Regisseur und so viel Text lernen muss. Dieses Fäden ziehen, dieses Kontakte machen, dieses Organisieren, dieses im Geschehen zu sein, die Projekte zu kennen, zu lesen, mit auszuwählen, das alles ist unglaublich spannend. Also es macht wirklich Spaß, ist ein Fulltime-Job. Und manchmal gehst du abends um 6 nach Hause und sagst, wow, was für ein toller Tag. Dann kommt um 6:30 irgendein Anruf und du denkst, super, super. Aber das ist halt jeden Tag was anderes. Ja, ja, klar. Es ist einfach und es menschelt unheimlich auch, nicht, glaube ich. Also da muss man ja dann auch mit den Höhen und Tiefen dieser ganzen Schauspieler umgehen. Und man weiß ja, Schauspieler sind höchst sensibel. Ja, das ist, klar. Braucht man ein sensibles Händchen. Es heißt, Agenturen kriegen ungefähr 10% von dem, was die Einnahmen oder das Engagement ausmacht. Also das ist relativ festgesetzt eigentlich, dass 10% der Gagen an uns bezahlt wird durch eben die Arbeit, die wir für die Schauspieler, Autoren und Regisseure machen. Plus Mehrwertsteuer, glaube ich. Plus Mehrwertsteuer, ja. Also wir schreiben eine ganz normale Rechnung dann an den Klienten, 10% plus Mehrwertsteuer. Und das ist auch fest, da kann man nicht irgendwie variieren, oder gibt es das auch? Also du kannst, wenn du anfängst zu variieren mit dem einen, dann ist es ja ungerecht dem anderen gegenüber. Ja. Das ist festgesetzt, es sind 10% und fertig. Also da gibt es eigentlich auch keine Diskussionen. Ich glaube, es gibt Agenturen, die nur Autoren betreuen, die teilweise auch 15% nehmen, weil die Stufe bei den Autoren schon auch sehr aufwendig ist, vom Exposé zum Treatment, zur ersten Fassung, zur zweiten, zur dritten, zum Polish. Also, aber wir nehmen hier, allgemein nehmen die Agenturen 10%. Es sei denn, sie machen noch eine PR dazu. Dann kann es sein, dass sie mehr nehmen. Aber wie gesagt, normalerweise ist es so, dass PR-Agenturen eben selbstständig arbeiten. Wir wissen ja, dass wenn Fernsehsender nach Amerika gegangen sind und dort Spielfilme eingekauft haben, dass das Package-Lösungen immer waren. Also man musste sozusagen für den super, super Spielfilm, musste man dann noch so ein bisschen, das passt jetzt nicht so ganz zu meiner Frage, wenn man das als Schrott bezeichnet. Aber Sie haben ja nun auch super Schauspielerinnen und super Schauspieler bei sich. Und solche Package-Deals, sind die in Ihrem Gewerbe auch machbar? Es wäre wunderbar. Also das Package, was wir wirklich schon hatten und was großartig ist, ist, dass ein Autor von uns eine Idee hatte, das Buch geschrieben hat, dass ein Regisseur von uns das inszeniert hat und dass vielleicht ein oder zwei Schauspieler von uns dabei waren. Dann sagst du wirklich, das ist cool. Das, also das ist wirklich eine besondere Geschichte, die wo du wirklich dich auch freuen kannst und sagen kannst, super. Aber dass ich jetzt einen Schauspieler sozusagen, der angefragt ist, der super ist, sagt, wenn du den nimmst, kannst du nicht noch den oder den dazu nehmen, das klappt nicht. Das klappt nicht. Okay. Das geht nicht. Was man ja auch, okay, also Casting ist ja jetzt nicht sozusagen Ihre Qualität, also das machen Sie nicht. Aber trotzdem gibt es ja im Fernsehen diese Castingshows hoch und runter in den verschiedensten Bereichen. Haben Sie dadurch eigentlich gemerkt, dass der Andrang bei Ihnen in der Agentur auch größer wird, weil alle
gerne berühmt werden wollen? Nicht. Also das hat mit uns irgendwie mit diesem klassischen Schauspielbereich gar nichts zu tun. Ja. Das ist wirklich, das sind zwei völlig andere Stiefel. Und wenn sich bei uns junge Leute bewerben, die sagen, ach, und mein Traum ist, ich möchte Schauspieler werden und kann ich nicht zu euch kommen oder so, dann schreiben wir auch zurück, dann, wenn du wirklich Schauspieler werden willst, dann wende dich an eine Schauspielschule, mach die Aufnahmeprüfung und dann in 3 Jahren können wir gerne nochmal sprechen. Aber so jetzt... Natural Wonders, die davor stehen und ein Star sind, das gibt's nicht. Kommt zu Ihnen eigentlich mehr Frauen oder mehr Männer, auch als ausgebildete Schauspieler? Das hält sich gleich. Ja? Also das sind mal so, dass mal in der Woche vielleicht 5, 6 Schauspielerinnen sich bewerben und nächste Woche sind Schauspieler, aber da gibt's jetzt nicht mehr oder weniger. Wie viele Schauspieler betreuen Sie? Insgesamt haben wir, ich glaube, 60 Schauspieler. Und wir haben 30 Autoren und 25 Regisseure, die teilweise auch schreiben. Und setzt man sich da so eine natürliche Obergrenze, dass man sagt, mehr als 60 geht einfach nicht? Ja, weil es muss ja bearbeitet werden. Ja. Die Agentur gibt es jetzt in München übrigens seit 22 Jahren. Also gegründet von mir mit Karin Brandner und Astrid Berger. Und wir haben jetzt 3 Mitarbeiterinnen und eine Buchhalterin. Das heißt, wenn wir mehr Leute aufnehmen würden, brauchen wir auch mehr Mitarbeiter, weil das ist sonst einfach nicht mehr schaffbar. Und dann heißt mehr Mitarbeiter, heißt mehr Platz, heißt mehr Räume. Wir fühlen uns hier in Schwabing wahnsinnig wohl und sind total glücklich. Also deswegen muss man wirklich sagen, so bis hier und mehr geht einfach nicht. Und wahrscheinlich wollen eh alle mit der Chefin sprechen oder mit einer von den 3 Chefinnen. Ne? Ach, unsere Mitarbeiter haben ganz toll ihre Leute auch aufgebaut und sind im Kontakt. Also nachdem jeder auch weiß, dass wir da zu 6 sind in der Agentur und dass wir da sind und alle ein offenes Ohr haben, wer auch gerade da ist, geht es echt gut. Natürlich gibt es Belange und Probleme, wo du nur eben mit Geschäftsführer sprechen willst, aber sonst ist es gut verteilt auch. Dann gibt es ja immer diese Events, dieses Filmfeste und auch von Produktionsfirmen und das sieht man dann am nächsten Tag in den lokalen Zeitungen, wer da alles abgebildet ist und so. Wie wichtig ist das auch für eine Agentur, da Präsenz zu zeigen? Total wichtig, Netzwerken. Ja. Aber das Schöne ist ja daran, dass wir eben zu dritt sind, in der Geschäftsleitung sozusagen und 3 tolle Mitarbeiterinnen haben, kann jeder mal dahin gehen und wir müssen ja nicht zu 6 auftauchen, sondern da geht halt mal der eine dahin, die andere fährt zur Premiere nach Salzburg, die andere geht zum First Step Award nach Berlin und so ist es immer gut verteilt, dass jeder das sich raussucht, wo er am besten hinpasst. Wie ist denn der Wettbewerb unter den Agenturen? Ja, der ist natürlich schon da, weil es gibt Schauspieler, die einfach großartig sind und die vielleicht in anderen Agenturen sind. Und dann, warum sollen die weggehen, wenn die gut betreut sind? Also ich kann jetzt nicht auf der Straße jemand ansprechen und sagen, Mensch, ich finde dich als Schauspieler so toll. Bist du denn gut betreut in deiner Agentur? Dann sagt er, ja, vielleicht, du hast ja eine Meise. Ja, aber abwerben, geht sowas? Ja, aber wenn ein Schauspieler in einer Agentur gut betreut ist, warum soll er weggehen? Also wir kochen ja alle nur mit Wasser auch. Ich kann jetzt auch nicht hingehen und sagen, ich verspreche dir jetzt eine Hauptrolle im amerikanischen Film. Also no way. Yeah. Also deswegen ist es gerade wichtig, junge Schauspieler, also Nachwuchs, eben sich an den Nachwuchs zu halten, die noch offen sind, die rausgehen und sagen, wir suchen jemanden. Oder es gibt natürlich auch, weil es eine sehr persönliche Geschichte auch ist, gibt es Schauspieler, die mal sagen, jetzt möchte ich aus der Agentur weg, aus dem und dem Grund. Und wie sieht es bei euch aus? Das passiert wahrscheinlich meistens aus der Initiative des Schauspielers, wenn die Agentur gewechselt wird. Ja. Denn sonst würde man sich ja auch untereinander nicht einladen, weil man sagt, oh, jetzt kommt der oder diejenige und versucht, die da alle wegzugraben. Ja, sehr schön. Können Sie schon über ein Projekt sprechen, was noch keiner kennt und was jetzt in die Öffentlichkeit kommt? Also da habe ich so viel im Kopf, dass mir gar keins einfällt natürlich. Aber heute Abend ist die Premiere von Leberkäs-Junkie, von dem Eberhofer-Krimi in München. Das hat ein Autor von uns geschrieben und ein junger Schauspieler, Ferdinand Hofer, spielt da mit.
Und da gehen wir heute Abend zum Beispiel alle hin. Die ganze Agentur freuen uns sehr auf diesen Film. Das ist das ideale Sommerkino. Man hat viel Spaß, sehr bayerisch, sehr lustig und sehr beliebt. Abschließende Frage, schleichen Sie sich manchmal so ins Kino, um rauszufinden, wie das Publikum auf den Schauspieler oder auf die Schauspielerin wirkt, wenn so eine Premiere ist? Ich muss mich nicht schleichen, weil bei mir ist es ja wurscht. Ja. Also, schleichen, in Anführungszeichen. Ja. Also ja. Ich gehe natürlich, gucken wir dann auch, wie läuft die Premiere oder wie ist es. Also da schauen wir natürlich auch nach, wie ist der Film, wie läuft der. Und ins Kino gehen wir alle wahnsinnig gerne und am liebsten natürlich ins Arri, wo du direkt nach Büroschluss schnell runtergehen kannst und in den neuen tollen Räumen wunderbar Kino sehen kannst. Und wir gucken natürlich immer im Fernsehen auch, was unsere Klienten machen, damit du auch drüber reden kannst, damit du auch sagen kannst, du, das war echt super oder da fand ich die Inszenierung nicht so gut oder da. Also man muss ja schon auch wissen, was passiert und was die treiben. Inga Pudenz, an der Stelle herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen ganz viele erfolgreiche Premieren. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.